Hallo, willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, im letzten Video habe ich ja angesprochen, dass ich gerne eine Grafikkarte haben würde, aber das jetzt gerade nicht geht wegen den ganzen Leuten, die Bitcoin schürfen. Ich habe jetzt heute ein richtig schwieriges Thema. Also ich will jetzt nicht klingen wie so eine Verschwörungstheoretikerin. Und ich habe auch keine Verschwörungstheorien, aber mir ist etwas aufgefallen, so geschichtlich gesehen. Also, lasst uns mal in die Untiefen des Halbwissens der Währung gehen und mal schauen, was wir da alles finden. Ja, also soweit ich mich erinnere, war es früher so, dass man mit Stein gezahlt hat, also in der Steinzeit. Glaubst du, die hat deswegen ihren Namen bekommen? Okay, man kann es ja mal probieren. Ja, die jetzt als nächstes gesagt, in der Eiszeit hat man mit Eis gezahlt und in der Kreidezeit mit Kreide. Man kann es ja probieren. Obwohl, wisst ihr was, ziehe ich jetzt durch. Ich behaupte jetzt, man hat in der Kreidezeit mit Kreide gezahlt und in der Eiszeit mit Eis. Kann mir keiner beweisen, dass es nicht so ist. Ich kann diese Theorie jetzt einfach mal hier in die Welt rausposaunen. Gut. Aber auf jeden Fall war es so, dass man in der Steinzeit war die Währung Steine. Das weiß man heutzutage. Da gab es dann und so Münzen und sowas und sowas. Also so runde Steine halt. Dann irgendwann kamen dann die Goldmünzen und dann wurde mit Gold und Silber und Kupfer gezahlt. Und das waren dann aber wirklich auch, die hatten einen Gegenwert. Die waren nämlich diesen Wert des Goldes, des Silbers und des Kupfers wert. Ja, dann kam irgendwann die Zeit, wo dann die Goldmünzen, wo es Gold nachgelassen hat, und dann die Scheine gekommen sind, also die Geldscheine. Und die Geldscheine hatten zu Beginn ihres Seins als Gegenwert in jeder Bank auch einen Goldwert. Also jeder Geldschein, also das Geld, hatte einen Gegenwert in Gold. Man konnte also das Geld aufwiegen, sozusagen. Es hatte einen Gegenwert. Dann kam der Euro. Der Euro hat keinen Gegenwert mehr. Und es ist ein Fakt. Der Euro hat keinen Gegenwert. Es ist nicht mehr so, dass man sagen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel 300 Euro verbrenne, dann ist automatisch ein Goldbarren weg. Ist nicht so. Weil der Euro besteht nur noch aus Zahlen. Deswegen ist ja das Riesenproblem mit den Drucken. Deswegen kann man heutzutage so viel Geldscheine drucken ohne Unterlass, weil es keinen Gegenwert mehr hat. Es ist eigentlich, das ist jetzt wirklich, ist unser Geld nicht mal das Papier, auf das es gedruckt wird, wert. Weil es hat kein Gegenstück mehr. Es ist einfach bloß noch ein Stück Papier. Im Grunde genommen sind wir heutzutage weniger weit als die Leute in der Steinzeit, wenn man es mal so sieht von der Währung her. Weil die hatten wenigstens Steine und die Steine waren ja schwer und hatten einen Wert und haben was in der Hand, waren wirklich in der Hand. Da war es nicht nur so, dass es irgendeine digitale Zahl auf dem Bildschirm war. Und ja, und jetzt von unserem Euroschein, der ja zumindest noch als Schein existiert, wobei in diesem Fall kann man wirklich, finde ich das Wort Schein passender als alles andere. Es ist mehr Schein als Sein. Ja, auf dem Papier steht zwar drauf 100 Euro, aber es ist diese 100 Euro nicht wirklich wert, weil ja, man kann dafür dann Zeug kaufen und alles und so weiter, aber wenn jetzt der Euro platzt, ist es nicht mehr so, dass da irgendwie der Gegenwert davon irgendwo noch rumliegen muss. Ist einfach so. Oder? Keine Ahnung. Ja. Habe ich heute zumindest irgendwo im Internet gelesen. Ist immer so ein total seriöser Satz. Habe ich irgendwo im Internet gelesen. Damit bin ich jetzt. Experte. Das ist der schrecklichste Satz, aber dass der Euro keinen Gegenwert hat, das weiß ich. Also das weiß man. Aber. Und jetzt kommen wir mal zu diesem Punkt, den ich letzte Woche schon mal angeschnitten habe. Jetzt kommen wir mal zu Bitcoins. Bitcoins sind für mich, ehrlich gesagt, der Hohn auf Währung. Weil ein Bitcoin, der hat gar keinen Wert.
Der ist zwar, wenn man ihn kaufen will, muss man eine gewisse Zahl an Euro ausgeben, aber ein Bitcoin kann man theoretisch auch sich einfach digital erschaffen. Der kann aus dem Nichts kommen. Da gibt es keine Grenze mehr. Früher war es so, dass man konnte nur so viel Geld haben, wie man in Gold als Gegenwert hatte. Dann ist ja, wie gesagt, dieser Gegenwert nicht mehr da gewesen. Und heutzutage kann man sozusagen aus der Luft Geld erschaffen, wenn man sich dann eine Grafikkarte leisten kann. Wenn man sich die Grafikkarte nicht leisten kann, dann kann man auch nichts Bitcoin schürfen. Aber ich finde es einfach, ja, ich finde dieses Wort Kryptowährung, Krypto, Kryptisch. kryptisch ist ja, ist der Wortstamm. Kryptisch heißt mysteriös, rätselhaft. Also im Klartext heißt es mysteriöse, rätselhafte Währung, wenn man es mal auf Deutsch übersetzt. Manchmal, und das ist das Ding, das man oft nicht macht, wenn man irgendwas hat, was einem total komisch vorkommt, überleg mal, was der Wortstamm des Wortes ist. Kann manchmal viel Aufschluss geben. Kann viel Aufschluss geben. Und ja, ich finde es einfach, für mich ist es irgendwie ein Ding der Perversität, dass einige Leute tatsächlich einen PC anschmeißen und zu Hause Geld erschaffen können. Wofür, also das führt ja die Banken ab absurdum. Und ja, das ist das Ziel von diesen Bitcoins und anderen Kryptowährungen. Die das gemacht haben, haben die Banken satt. Aber vielleicht sollten sie mal aufhören, die Banken satt zu haben, sondern das Geldsystem satt haben. Weil das ist ja unser Problem. Nicht die Bank ist das Problem, die keine Zinsen mehr rausgeben kann, sondern das Problem ist, wie willst du Zinsen herausgeben für ein Objekt, was keinen Wert mehr hat? Ich frag bloß. Philosophisch. Ja? Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal ein Beispiel. Jetzt stellen wir uns alle mal vor, für 5 Sekunden, wir sind ein Ladenbesitzer. Und jemand kommt herein mit einem Glas Luft und sagt, hier, das ist ein 100 Gramm Glas Luft. Ich hätte dafür gerne jetzt 3 Goldbarren. Was würdet ihr dann sagen? Du hast du ja wohl nicht mehr alle, du spinnst ja komplett, das ist ja nichts wert. Ab in die Klapse. Ab in die Klapse. Du bist ja voll am Abdrehen. Aber genau das ist das Prinzip von Bitcoin. Das ist das Prinzip von unserem Geldschein. Weil die Werte fehlen. Und das ist das Ding. Eigentlich zahlen wir mit Luft, wenn wir ehrlich sind. Und es ist ja auch dieses Ding. Ich meine, früher durfte man nur so viele Geldscheine, wie gesagt, drucken, wie man auch Goldstücke hatte. Und als das dann aufgelöst wurde, konnte man Geldscheine drucken ohne Ende. Und da war dem Geldscheindruck kein Ende mehr gesetzt. Also, wie viel Geld braucht man im Umlauf, bevor ein System krachen kann? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Weil je mehr von etwas da ist, je weniger wird ja das, was da ist, seltener und je weniger wird es wert. Also, wie lange wollen wir noch Geldscheine drucken ohne Gegenwert, bevor wir anfangen, mal drüber zu überlegen, mal wieder einen Gegenwert reinzuholen, also dass unser Geld wieder einen Gegenwert braucht. Ich für meinen Teil, mir wäre es lieber, wenn unsere Banken sagen, okay, ihr kriegt keine Zinsen, aber dafür hat euer Geld auch einen Gegenwert. Und wenn jetzt theoretisch morgen der Euro kracht, kriegt ihr in dem, was das wert ist, ein Goldstück von uns. Gold. Ach, wird es goldig. Ja, das wäre doch goldig. Weil dann wären wir auf einer Sicht, dann wären wir für uns abgesicherter. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, morgen steht Angela Merkel hin, macht die Merkel-Raute und sagt, es tut mir leid, aber unser Geldsystem ist leider gekracht. Der Euro ist nicht mehr existent. Dann sind wir alle einfach bloß noch, dann sind wir, dann, dann passiert Folgendes. Dann wird eine neue Währung eingeführt, die wieder keinen Gegenwert hat. Die Währung, die wir bis dato hatten, wird halbiert vom Wert. Also wird man auch in einer gewissen Form enteignet. Das war schon beim Euro so, weil die D-Mark war doppelt so viel wert wie der Euro, weil die hatte noch einen Gegenwert und Euro schon nicht mehr. Und dann wird es wieder passieren. Und dann sind wir wieder ein Stück weniger.
vermögend. Und das, meine Lieben, macht mir ehrlich gesagt schon Sorgen. Naja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben. Oder eine E-Mail an die bell.riedmer@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt trotzdem noch einen schönen Abend. Denkt drüber nach. Bis bald. Tschüss.